Hallo, heute wollte ich mal zeigen, wie man PDFs bearbeiten kann, das heißt auch richtig bearbeiten kann, vorhandene PDFs richtig abändern kann, das heißt Texte, Bilder, Formeln, alles mögliche, Farben, alles, was man sich eben vorstellen kann. Ich habe mir dazu hier, wenn ihr oben mal lest, den PDF Exchange Editor runtergeladen, der ist kostenlos. Nicht verwechseln mit dem Viewer, da gibt es nicht so viele Funktionen, also braucht dann den Editor. Gleich vorneweg, einige Funktionen sind kostenpflichtig. Sie müsst ihr aber nicht bezahlen, ihr könnt sie trotzdem nutzen. Es ist allerdings so, dass ihr dann in den Ecken ein Wasserzeichen habt. Da steht dann eben drauf kostenlose lizenzfreie Version. Wen das nicht stört, da kann also die Funktionen hier dann ordentlich nutzen, sag ich mal. Sag mal so, ihr könnt euch hier oben mal durchklicken, da gibt es ein relativ viele Reiter. Hier ist der Startreiter, da gibt es schon mal einen groben Überblick. Ihr könnt auch auf die Anmerkungen gleich mal gehen, je nachdem, wie ihr das eben wollt. Hier gibt es noch viele andere Funktionen. Das Wichtigste ist immer so, wenn man so vorhandenen Text mal ändern will, dann geht man vorher auf Bearbeiten, wählt jetzt aus, was will ich ändern. Entweder alle, also da könnt ihr dann alle auswählen, oder geht eben auf Text, wenn ihr jetzt sehr viele Elemente habt und auch nur ein einziges auswählen wollt. Und dann könnt ihr hier alles Mögliche bearbeiten, können Texte bearbeiten und können dann natürlich auch die Größe noch hin und her schieben vom Textfeld. Du könnt das löschen, also alles Mögliche machen, und das ist schon eine relativ gute Angelegenheit. Generell, wenn ihr die Sachen markiert, also wenn ihr ein Werkzeug benutzt, habt ihr dann hier oben in diesem hinter grauen Feld immer noch mal ein Link sozusagen, und hier habt ihr dann im Prinzip die Bearbeitungstools. Das heißt, hier könnt ihr dann zum Beispiel auch die Texte verändern, die Füllfarbe, die Schreibweise hier schräg, fett, kursiv, Textart, alles Mögliche, was man eben zum Beispiel auch in normalen Schreibprogrammen eben machen kann. Also wie gesagt, immer dann hier oben schauen, was so hintergraut wird, und da habt ihr dann noch eben mehrere Möglichkeiten eben zu euren jeweiligen Werkzeugen zum Beispiel. Ihr könnt ihr natürlich auch Sachen hinzufügen, Bilder, QR-Codes und Text natürlich, und könntet dann einfach hier drunter ziehen, und das ist dann eigentlich relativ das selbst erklären. Seite, was will ich, 1 bis 2 oder so, keine Ahnung. Und auch hier dann wieder die Möglichkeit, das einfach mal auszuwählen. Jetzt wird es wieder hier braun oben. Und dann könnt ihr hier natürlich die Schriftgröße ändern, damit es ein bisschen passt. Ihr könnt hier ja, logisch, also eigentlich relativ selbsterklärend alles. Braucht man eigentlich nicht weiter zu erklären in dem Sinne. Genauso funktioniert das dann auch mit diesen anderen Möglichkeiten. Wie gesagt, immer erstmal auswählen, was ihr machen wollt, und dann hinschreiben. Zum Beispiel mit hervorheben, zum Beispiel hervorheben. Drücken, dann Aktion ausführen, und dann könnt ihr hier oben schauen, was ihr zum Beispiel noch verfarben wollt oder was auch immer. Und da könnt ihr dann sogar noch die Transparenz einstellen, also die Deckkraft hier, den Mischmodus sogar noch. Also hat man schon relativ viele Möglichkeiten, wenn man überlegt, dass es wirklich nur hier ein PDF-Editor ist. Also das sind schon ordentliche Möglichkeiten, die man hier machen kann. Was es zum Beispiel auch noch für eine Möglichkeit gibt, man kann hier solche Häkchen setzen, wenn ihr mal eine richtig professionelle PDF machen wollt, Antragsformular oder irgendwas, dann klickt ihr das einfach an, könnt dann sogar die Größe auswählen, und dann müsst ihr mal auf Start gehen, Textauswahl klicken, und dann könnt ihr das mal ausprobieren. Und so sieht das dann ganz einfach aus. Also wirklich eine tolle Angelegenheit, finde ich. So, mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht dazu erwähnen. Also da ist es dann einfach mal ausprobieren, und wie gesagt, wenn man weiß, wie es geht und wo man es findet, wirklich eine tolle Angelegenheit. Dankeschön fürs Zuschauen.